Are you ready? Touchdown! Good morning, im Norden. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem Sonntag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Wir sind bei einer Parkvisite des lieben Sonic. Der hat mir einen Park geschickt und zwar Sondura. Wo in dem Workshop, den Park verlinke ich euch natürlich, den Link zum Park, Linking Park sozusagen. Gott, was für ein Schwachsinn, was man hier redet. Im Workshop steht, dort sind nur zwei Achterbahnen vorhanden und er hat sich komplett auf die Thematisierung spezialisiert. Gut, wollen wir loslegen? Wir legen los. Sondura heißt es und wir kommen auf einen super Platz hier vorne an. Muss ich ja schon mal sagen. Musik holt uns ab. Auch dieses hässliche Planet Coaster Loch, wo alle rausspawnen, hat er wunderbar verdeckt. Hier vorne gibt es schon die ersten Kassenhäuschen. Das finde ich toll. Ich finde auch die Musik toll, die uns am Eingang gleich abholt. Vermisse ich wirklich tatsächlich in vielen anderen Parks auch. Einfach nur diese Planet Coaster Musik, die einfach fantastisch ist. Noch ein bisschen besser als die Planet Zoo Musik, muss ich leider zugeben. So, jetzt haben wir hier drin im Park tatsächlich einen Parkplatz. Hä? Why? Why is that so? Hier hinten noch so eine Feuerwehr, okay. Ist das das normale Feuerwehrhaus oder hast du es selber gebaut? Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber man wird gut abgeholt hier vorne, das muss ich euch sagen. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein U-Bahn-Eingang. Der ist natürlich gesperrt. Okay. Von beiden Seiten. Kann man hier nicht runter? Scheint nicht so. Okay, schade. Der ist sogar zugebrettert hier. Toll. Paragraphe, die drüber. Könnte sein, dass das hier irgendwie so vorverlegt oder nachverlegt wurde. Gut, wir gehen natürlich links lang. Ihr wisst, rechts ist keine Option. Ich habe nichts verändert. Ich habe die Tageszeit so gelassen. Ich habe die Besucheranzahl so gelassen. Und er hat ja wirklich geschrieben, hier, da ist Detailarbeit geleistet worden. Dafür nicht so groß. Und nur zwei Achterbahnen. Das macht aber nichts. Und wie ihr seht, er hat wirklich nichts ausgelassen. Das finde ich klasse hier. Das sind wirklich super Details. Und das sage ich auch immer wieder, dann baut einfach ein bisschen kleiner, dafür aber detailreicher. Gut, hier fehlen so ein paar, ne, die Wände sind ein bisschen kahl. Ach, jetzt findet er auch noch was zu meckern. Und hier wächst irgendwie ein Gebüsch. Und das schließt ihr auch nicht ab. Der Boden, mein Lieber. Ach, Mensch, ich wollte. Gucken wir uns das hier noch mal zu Ende an. Hier ist nämlich auch ein Toilettenhäuschen. Und hier sind Türen vor. Das ist schön gemacht. Hier das Schild zur Hälfte versteckt. So, dass dort deutlich Herren, Damen, nur die Diversen haben keine keine Toilette. Okay. Scherz. Ne? Aber das hast du getrennt. Hier gehen wir dann gleich in so eine Art Abenteuer-Dschungel-Thema, würde ich mal sagen. Ja, Bambus. Bambus ist ja mein Lieblingsgewächs irgendwie in diesen Spielen. Da kann man sehr viel mit verdecken. Und wollen wir gleich den ersten Coaster mitnehmen? Oh, guck mal hier, wie so ein Gehege. Bei Planet Zoo. Finde ich toll. Super. Schön. Da haben wir hier schon Enigma, den Eingang. Da wollen wir gleich mal reinschluppern. So. Schlupper, schlupper. Super thematisiert. Standardmieten. Diamanten, hier ist alles vorhanden. Wir schweben einmal durch. Ja, ich benutze hier den Gäste
diesen Gadget Camp, ihr wisst, was ich meine. Benutze ich hier nicht. Ich fliege ganz gerne da durch. Es irgendwie hakt das da dann immer. Ui. Super. Guck mal, wie das hier, allein wie die Treppe thematisiert ist, finde ich großartig. Ui. Guck mal, kann man schon mal so ein bisschen gucken. Ja. Schön mit dem Terra-Tool gearbeitet. Hier haben wir dann auch gleich einen Wagen. Wir machen mal eben auf Pause. Wollen wir natürlich mitfahren. Und haben auch gleich den richtigen. Sehr schön. Dann sage ich mal auf und davon. Und wir gucken nochmal so ein bisschen in die Station. Das Stationshäuschen. Alles so ein bisschen verbaut. Wunderbar. Auf geht's. Okay, eine Außendrehung. Ja, auch hier Musik. Super. Klar, bei den richtigen Achterbahnen, bei den richtigen Coastern in den Themenparks ist ja eigentlich nicht immer Musik vorhanden. Würde man während der Fahrt wahrscheinlich auch nicht so gut gehört. Aber hier auf den Stufen ist es passend. Und unglaublich passend, obwohl hier so ein bisschen die Felsen und das Gelände ein bisschen nackig ist. Die Fahrt ist natürlich super. Achterbahn bauen, ja, so viel. Profi ist er. Obwohl hier am Rand, da geht das wieder. Mit dem Terra-Tool ist es natürlich nicht. Es sieht dann immer ein bisschen nackig aus. Obwohl ich die Löcher kaufe. Die Löcher sind gelungen. Und dann sind wir wieder in der Station. Das ging fix. Aber, warum nicht, ne? Fand ich gut. Das war die erste von zwei. Okay. Dann wollen wir mal hier hinaus fliegen. So, und da geht das hier lang. Die Strecke selber war vielleicht ein bisschen nackig. Guck mal, hier ist ein Wasserfall nebenan. Hier haben wir dann jetzt hier die Figuren. Das finde ich super. Absolut passend. Gibt da noch was drauf? Nur Ausgabe. Vorne war der eine. Haben wir auch nichts verpasst. Dass sich hier die Lampen und so, dass sich das alles sehr gut einfühlt. Hier haben wir mal einen Boa Constructor. Ein Tiki Chiki. Unheimlich toll eingebaut. Seht das an. Schön. Das ist ein Cosmic Cow. Da haben wir den Chief Beef. Super eingebaut. Das passt. Das ist super. Und den Tiki-Chiki in so einer Pyramide. Da kann man mal sehen, wie man so eine normale Fressbude einfach mal super thematisieren kann. Hier haben wir einen Exit von was auch immer. Ich weiß nicht. War ja auch jemand Eingang, habe ich das gesehen? Ich möchte natürlich nicht zu sehen. Hier war der Ausgang, genau, von unserer, ach, wir schauen einfach weiter, vielleicht kommen wir noch hin, bin mir ganz sicher, dass wir hinkommen. So, dann haben wir jetzt hier könnte man rechts gehen oder auch weiter, wie natürlich weiter, das Innenleben machen wir gleich, ich habe den Park auch noch nicht von oben überflogen. Also von daher weiß ich noch gar nichts. Hier haben wir den Eingang mit Größenangabe. Herrlich, so soll es sein. Kein Toolkit. Selber gebaut. Wunderbar. Hier können wir auch nochmal eben reingucken. So ein bisschen Szenerie. Schön. So ein Grab hier. Gucken wir einfach mal. Das ist so eine Schlangenkuhle. Okay. Schnell raus. Adventure River, okay. Wir haben natürlich keinen Fastpass. Unheimlich super thematisiert hier. Oh, klasse. Klasse, klasse. Sonic, super gemacht. Klasse. Hier haben wir noch ein paar bisschen goldene Statuen. Das ist klasse. Ich finde ja, das Gold ist tatsächlich bei Planet Coaster sehr gut dargestellt.
bisschen besser als bei Planet Zoo. Gut, da braucht man auch nicht so viel Gold, wenn man, obwohl man will ja viel thematisieren. Ne? Will man doch nicht. Oh, hier muss die Fahrt hier doch. Oh, hier ist auch noch verbaut, okay. Ja, schön genutzt alles. Der Techniker kommt. Oh oh. Hm. Gut, wir setzen uns glaube ich schon mal rein hier. Machen wir Pause. Ist das das richtige Boot? Wahrscheinlich nicht. Das wird sein. Und dann müssen wir ja hier. Müssen wir ja. Was ist diese Kamera? Wir haben ja die Folgekamera. Auch nicht. Das ist diese Kamera. Aber haben wir jetzt noch genug Zeit, um die richtige Kamera auszuwählen? Wir folgen natürlich. Das tun wir uns an hier. Wunderbar thematisiert. Auch das, also ich glaube, das Pult seltener besser eingebaut gesehen als hier. Oh ja. Mauer stehen um uns rum. Diese River Rapids ist ja meist immer ein bisschen langweilig. Aber das glaube ich hin. Wir fahren einfach mit. Volle Hütte. Los, voll besetzt. Hier sage ich mal nicht auf und davon, weil wir ja keinen Coaster haben. Schön thematisiert. Auch hier, guck mal, ne, die Erde hochgezogen. Man sieht die eigentliche Schiene gar nicht. Sag ich jetzt mal Schiene, Wasserschiene. Man sieht sie gar nicht. Das ergibt gleich so einen realistischen Touch. Das muss ich ja mal sagen. Oh, hier der böse Skorpion. Was da? Immer noch das falsch drehende Wasserrad, meiner Meinung nach. Das hat Front hier nicht so gut gemacht. Oh, schön, da oben drehen sich die Dinger mit. Das ist schön. Oh ja, okay. So, Alienstadt hier wahrscheinlich. Genau. Das mit der Erde hier, das gefällt mir von, das ist der richtige. Sonst ist das Terraforming ja immer ein bisschen, aber hier passt es perfekt. So dass man diese Schiene gar nicht sieht. Tolle Idee. Habe ich noch nie gesehen vorher. Ja, klar, ne? Der Klassiker, die beiden Wasserfälle, an denen man vorbeifährt. Das muss auch mal sein. Oh ja, über diese Fackeln. Sehr, sehr stimmig. Über unter der Brücke lang, da sind dann auch noch, ist wahrscheinlich eine Warteschlange noch. Ich finde das ja immer klasse, das finde ich klasse. Ja, wir gehen runter. Ist immer schwierig von unten zu thematisieren und alles im Blick zu haben, den Weg abzudecken. Das ist in der Tat ziemlich schwer. Dann haben wir hier das Flugzeugunglück. Was ist ja schon als Blueprint von Frontier gibt. Sitzen bleiben, machen wir. Und da sind wir schon wieder in der Station. Alles klar. Schöne Fahrt. So, da haben wir hier den Ausgang. Wir folgen. Gut, wir gehen natürlich hier links weiter. Völlig klar. Da haben wir wieder hier so eine Schlangengrube. Das passt hier rein. Ich finde die Schlange immer noch richtig doof, aber ich. Ja, das passt nun mal rein. Hier ist der Ausgang von der Fahrt. Wir gehen einfach mal in die Overview. Nur damit wir hier diesen fliegenden Teppich mal sehen, wie klasse man dieses Ding einfach thematisieren kann. Krass. Habe ich auch selten so gut gesehen.
Wow. Mit den beiden Feuertöpfen da oben und so. Das passt wie die Faust aufs Auge. Super gemacht. Was so in der Mitte ist, gucken wir uns natürlich auch noch an. Gar keine Frage. Hier ist der Eingangsbereich. Auch der Weg ist passend. So, schauen wir mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß dieser Park ist. Ich habe nicht irgendwie drüber geguckt. Ich habe mir das nur durchgelesen. Sonic hat mir schon vor einiger Zeit diesen Park geschickt. Es tut mir auch leid, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte halt echt viele Anfragen. Und ich freue mich auch immer wieder über neue Anfragen. Gar keine Frage. So, hier haben wir noch so ein Hulli-Gulli-Gerät. Aber wunderbar thematisiert mit der Schlange, die einmal quasi durch dieses ganze Gerät geht. Wow. Klasse, klasse. Klasse, klasse. Da haben wir dann das. Dann gehen wir mal hier weiter. So, hier haben wir nochmal die Schlangengrube. So, was haben wir? Über der Ausgang, genau, da müssen wir glaube ich hier lang. Hä? Hier waren wir doch gerade. Hier haben wir das Ding. Okay, hier läuft wohl einmal im Kreis, anscheinend. Oder wie gesagt. Ich will jetzt irgendwas verpassen. Hier läuft wohl einmal im Kreis, alles klar. Dann haben wir hier in dem Bereich alles gesehen. Dann gehen wir wieder zurück. Das ist anscheinend eine andere Straße. Okay. Dann sind wir wieder hier. Okay, okay. Ich dachte, man würde hier hinten wieder rauskommen. Tut man aber nicht. Okay. Ich habe noch so ein abgewracktes Auto. Ach, eine Rampe gibt es hier auch noch. Nice. Rezeption. Mhm. So, die Gullideckel hat er gedacht. Und hier drin haben wir auch tatsächlich schon was. Okay. Cool. Ha, hier die ganzen Kisten. Wie so ein Post. Wie so ein Paketding. Was geil gemacht. Hier ist die Feuerwehr. Wir gucken einfach mal rein. Gucken wir einfach mal rein. Ach, hier ist nichts. Schade. Nur Deko. Nichts zum Anfassen. Gut. Den linken Bereich haben wir tatsächlich irgendwie schon abgehakt. Dann gehen wir mal hier lang. Da gibt es auch keinen rechten Bereich. Sundura Park. Okay, die mächtigen Lampen hier in der Mitte. Das ist dann, das ist wie ein Park. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Park, ne? Oh, klasse. Wie hast du denn? Wie hast du denn den Weg hingekriegt? Das ist wieder überfragt. Oder gibt's doch nicht. Gibt's hier einen Weg, der. Ist hier so ein Weg? Hä? Wir haben doch gar keinen Wiesenweg hier. Oder doch? Bist du doof? Was ist das hier mal? Ach, wir haben natürlich einen Weg. Natürlich. Ah, clever. Das gefällt mir. Wieder was gelernt. Ich dachte, bei dem Spiel kann man nichts mehr lernen. Aber, wow. Ausgang von Pferdekarussell. Da ist er bescheiden geblieben. Pferdekarussell. Aber schön, das passt alles. Sundura Park. Herrlich. Das gefällt mir sehr gut. Auch das mit dieser Wiese hier. Super. Sehr stimmig, sehr idyllisch so. Wow. Jetzt im Sonnenuntergang. Der Wellenflieger.
Was haben wir hier? Lunas Reise. Hm. Sehr ansprechend. Einmal nochmal hier. Aber hier ist, den Wellenflieger habe ich schon mal irgendwie so ein bisschen Share of Plane. Das hast du auch einfach nur so genannt, wie das Spiel vorgegeben hat. Okay. Scheunenfahrt. Cool. Lunas Reise. Mal gucken. Wo denn die Luna hinfällt. Sehr stimmig hier alles, ne? Sehr grün. Ich weiß, wir haben natürlich Pflanzen, sind sehr begrenzt im Planet Coaster. Aber es passt schon soweit. Sehr stimmig. Super Wartebereich. Wow. Passt. Nicht gut. Musik dabei. Dann noch meine Lieblingsmusik. Das ist irgendwie das englische Frühstück. Allerdings muss ich hier mal gucken. Oh, 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 oh. Okay. Das ist ein schöner Wartebereich. Mit den Lampen. Allen möglichen Kram hier hingestellt. Sehr fein. Sehr schön. Und die Fenster selber gemacht anscheinend. Ne, das sind die runden. Oder was? Man kann auf jeden Fall rausgucken. Das ist geil. Macht auch nicht jeder. So selbstgebaute Fenster einfach mal. Oder auf jeden Fall, dass man rausgucken kann. Jede Menge Zeug hier. Aber nicht zu viel, ne? Dass es schwierig wird. Ah, ein bisschen zu feigen. Haben wir mal nicht gesehen. Oh ja, das passt. Guck mal, dann hier nochmal rum. Und dann tatsächlich hier runter. Jetzt ist es dunkel und wieder hell. Hier immer noch mehr Deko-Kram. Finde ich klasse. Komm, wir fahren damit. Bei Nacht fahren. Machen wir doch glatt hier. Machen wir doch glatt. So, Nacht. Und dann wählen wir das mal an hier und dann geht's los. Und zwar brauchen wir hier wieder die Kamera. Und wer fängt denn gerade an? Genau. Okay, dann wollen wir mal. Set Tonight haben wir gemacht. Das Piratenthema natürlich. Und das, was das Spiel hergibt. Finde ich gut. Das ist super thematisiert. Was haben wir jetzt hier? Ein Mädchen. Ach, Western. Ui, schön. Auch der Bodenbelag ändert sich. Klar, ein bisschen Seafying, mein Gott. Auch die Lampen sind sehr gut eingebaut, sehr passend für dieses Thema. Finde ich klasse. Oh, guck mal, und dann ändert sich das und du hast wirklich das Gefühl, du bist im All. Schön. Weltkugel wird nochmal ein bisschen gebaut. Ja, okay. Na, so ein paar Dinger da drin, mein Gott. So, jetzt geht es so ein bisschen ins Märchenhafte. Was haben wir hier? Mhm, die Orgel. Mhm, mhm. Mir gefällt das, dass du an den Wänden das eigentlich alles so selber gemalt hast, sage ich mal. Ne? Mit den. Auf Wiedersehen. Okay. Mit den Basic Shape Dingern. Mut zur Lücke, sage ich immer wieder. Die Musik ist passend. Hier an der Seite das mit den. Und hier die Bögen und. Passt. Es passt alles dann. Super gut. Klasse. So, gucken wir mal. Wollen wir denn da Ausgang? Und dann müssen wir es, glaube ich, noch auf die Uhrzeit setzen, die es einfach war. Das nehmen wir mal raus. Und dann gehen wir weiter. Sehr schön. Passend, passend. Lunas Reise Ausgang, jawohl. Und dann haben wir hier nur noch die Scheunenfahrt. Das, wie gesagt, es ist nicht übertrieben viel. Eigentlich sehr, sehr klein. Dafür aber mega stimmig. Wow. Mit diesem Gras-Thema quasi.
Parkthema voll getroffen. Und dann die Scheunenfahrt. Überall Lampen gesetzt. Dann gucken wir mal hier. Ändert sich irgendwie der Boden mal. Das passt soweit. Das ist sehr stimmig. Dann haben wir hier. Wow. Was ist das? Ah, guck mal. Da hast du die Holzteile genommen. Mhm. Das fällt mir sehr gut. Auch das Geländer ist überall selbst gebaut. Ja, das ist schon. Das ist schon was. Das ist super. Und wie passt der hier? Das sind ja, glaube ich, nur Zäune. Du hast ja die Decke genommen. Klasse. Wir warten natürlich, bis der zukommt. Ich hoffe, es ist keine Boomerang-Bahn. Die mag ich ja nicht so ganz. Boomerang-Bahnen. Ist nicht so meins. So, wir warten. Da kommt sie. Ich glaube, die macht hier zwei Runden. Wir steigen einfach trotzdem ein. Und setzt es natürlich ganz nach hinten. Zack. Ja, vielleicht so. Egal. Los geht's. Auf und davon. Wir fahren einfach. Auch wenn es die zweite Runde ist. Macht ja nichts. Interessante Farbe. Peach Rosa. Oder Pink. So, jetzt können wir mal gucken. Kommt dahinter noch was? Oh, Alter, geh mal zur Füße. Junge. Wow, mit einem Speed ist hier runter. Das ist wahrscheinlich eher so eine Kiddiebahn. Marienkäfer ist ja eine Kiddiebahn. Okay, hier wird es sehr langsam. Okay, okay. Wow, echt eine enge Kurve. Bumm, da gibt es ein paar Kopfschmerzen. Da müssen die Kinder auch früh rangeführt werden. Da gibt es aber einen blauen Fleck. Meine Güte. Und dann geht es in die Station, die sehr, sehr stimmig ist. Sehr, sehr stimmig. Super. Gut. Wir folgen dem Mob. Schönes T-Shirt, Lady. So, aber Planet Coaster muss er flirten, meine Güte. Da kam gerade der Techniker, haben wir Glück gehabt. Alter, das ist doch mal ein geiles Shirt hier. Das will ich auch. Das will ich auch. Ja, Sonic, wenn es das dann schon gewesen ist, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, weiß es aber nicht. Wir gehen jetzt wieder raus. Ja, gucken, ob du noch mehr eingebaut hast. Wenn wir in der Overview gleich sehen. Ja. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Einfach mal auf Nacht stellen. Bei Planet Coaster finde ich es dann noch eine Nummer besser und angebrachter als bei Planet Zoo manchmal. Auch wenn. Hallo, was ist denn das hier? Also nicht in den Boden versenkte Boxen ist ja eine Sache, aber. Okay, das ist strange. Sind die da gerade auch schon da? Hab ich die übersehen? Wow. Wir gehen hier nochmal gucken. Aber ich glaube, hier drin war ja nichts. Da ist nichts. Aber auch mit dem Terra-Tool so schöne Parkgrenzen gesetzt. Hier sind dann noch ein paar Kabinen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist das Feuerwehrhaus als Blueprint. Was es von Frontier schon gibt. Aber auch das hier, super Arbeit. Einfach ein paar Details, ein bisschen hier den Müll stehen lassen. So muss es sein. Die Autos innerhalb des Parks verstehe ich nicht ganz. Aber gut, sei mal dahingestellt, weil es so keinen Autozugang gibt, oder? Oder sind die nur Deko? Aber auch hier auf die klassischen Elemente gesetzt, die wir immer mal im Retros-Dingens da hatten. Und hier hinten. Hast du da einfach noch ein paar Mitarbeiter-Sachen? Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wir müssen ja nicht alles aufschlüsseln hier. Aber das passt. Du hast ja auch alle Wege quasi überdeckt. Hier fehlt mir noch so ein bisschen der Übergang. Aber mein Gott, macht das. Ja, Sonic. Was soll ich sagen? Ich fand's super.
So, wir richten uns aus Sondura. Kannst mich ja nochmal aufklären, was das heißen soll. Wir gucken nochmal aus der Vogelperspektive, ob wir alles haben. Denn der Thomas ist ja dafür bekannt, öfter mal Sachen zu vergessen oder zu übersehen. Ich glaube aber, wir haben alles gesehen. Sondura Park. Gut, dann gucken wir nochmal bei Nacht. Ja, absolut cool. Genialo Malo, sehr schön. Gut, Sondura Park. Sanek, vielen Dank, dass ich ihn besuchen durfte. Du erhältst natürlich hierfür den goldenen Stempel. Völlig klar, völlig verdient. Kleiner Park, aber toll. Sehr stimmig, absoluter Fan, super. Wenn auch ihr wollt, dass ich mal einen Park oder einen Zoo vorstelle in meiner Visite, dann blende ich jetzt nochmal die ganzen Möglichkeiten ein, wie ihr mich kontaktieren könnt über Facebook, Discord. Genau, joint einfach meinem Discord-Channel, ist eigentlich immer am einfachsten. Oder Instagram, nicht alles unter Thomas Freaks. Und ja, wenn ihr das mal wollt, schreibt mich an, ne? Wie in der Vergangenheit, das klappt immer ganz gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Bleibt dran, lasst einen Daumen da und natürlich, das ist noch viel, viel wichtiger für mich und für mein Ego, ein Abo würde mich freuen. Mein Name ist Thomas Freaks, danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Ich hätte nicht gedacht, dass es so enden wird. Enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen.